Willkommen zu einer neuen Runde Imperion Galactic Survival von Illion Game Studio in der Alpha. Mit aufgehendem Bali. So, was wollten wir machen? Wir wollten losdüsen, ne? Auf zur Radarstation! Ja, was heißt wollen, ne? Ich muss ja mal langsam mit der Quest weiterkommen. Ja, dann gucken wir uns die nochmal an. Haben wir hier nachgeladen? Natürlich nicht. So, die Frage ist, von welcher Seite nähern wir uns? Da direkt vor uns Licht zu. Da kommen Ruinen. Waffenbunker brauche ich ganz bestimmt nicht. Xenomainframe auch nicht. Ein Wortstauber. Das Ding war komplett zusammen. Fortification. Abdennet mein. Das heißt, ich müsste von Süden ranfliegen, wenn ich von der Fortification ran will. Könnte man ja mal probieren. Südwesten einlenken. Wir hatten ja das alles schon erkundet. Das hatten wir ja gesehen. Das Problem war ja nur, dass wir nicht wissen, wo der Hintereingang ist, ob das der Hintereingang ist. Denn in der Quest selber steht drin, wir sollten uns sehr, 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 sehr und nochmal sehr, 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 sehr gut ausrüsten. Wenn wir da einbrechen wollen. Oder wir nutzen einen Hintereingang. Keine Ahnung, wo so ein Hintereingang sein kann. Im Zweifelsfall machen wir es wie bei der Drohnenbasis. Wir schießen alle Türmchen runter. Und kümmern uns dann Stück für Stück von einer Basis zur nächsten um die nächste Basis. Was anderes würde mir nicht übrig bleiben. Sind wir da noch richtig? Oder düsen wir schon direkt drauf zu? Nö, passt. Das sieht gut aus. Südlich. Boah, was ein Licht, Alter. Jailo. Das sieht cool aus. Haben wir die zwei noch geladen? Ja, da haben wir 15 Schuss. 112 insgesamt. Ich hätte natürlich ein bisschen bauen können und mitnehmen können, ja. Hätte ich machen können. Wäre ich so clever gewesen, aber so clever war ich nicht. Apropos clever, ja. Zeit habe ich auch gestoppt. Das ist schon mal geschehen. Wechseln wir wieder auf die 1. Jawohl, da ist die Radarstation. Dann pirschen wir uns tagsüber mal ein bisschen ran. Bei 1,2 sollte es blöd machen und da sollte es eigentlich schon sein. Jetzt sehen wir so. Guck raus, da drüben sehen wir es. Die Fortification ist so viel zu nah dran, oder? Da komme ich doch niemals rein. Vergiss es. Abdonnet mein kann ich schießen, die hat keine Geschütze drauf. Die kann nur Mobs spawnen. Ich weiß nicht, was die Fortification da ist. Ich dachte, das wäre wie so eine Art Hintereingang. Aber wenn ich mich darauf verlasse, bin ich verlassen. Und das Rote da sieht extrem nach vielen Geschützen aus. Ich will mein Glück hier... Boah, Alter, leck das noch nicht so strapazieren. Meter. Und hier sehe ich leider nichts von dem Ding aus. Das ist ungünstig. Warte mal, dreh mal bitte gerade. Was ist das hier vor uns? Komm, Ari. Von hier hinten kann jetzt erstmal nichts weiter blühen. Ein Watchtower. Ja, wenn ich den angreife, rutsche ich wieder bei dem aus. Also müssen wir erstmal noch da hoch.
Was mich stört ist, die Radarstation kriege ich angezeigt mit 900 Metern, ne? Aber das zeigt sie ja nicht. Das müsste doch genauso schießen. Weißt du? Und jetzt zeigt er mir wieder irgendwas Interessantes an. Du veralberst mich doch. Was soll denn das sein? Jetzt ist es hier. Ja, was zeigst du mir ein? Den Watchtower hatten wir schon. Und wieso ist der lila? Ist das so einer, der nicht zurückschießt? Von der Quest? Der schießt... Fortification? Aha. Kannst du mir mal bitte erklären, was so eine Fortification ist? Ist das ein Geschützturm oder was? So vorgelagertes? Was baut denn hier alles? Ja. Da. Da ist was weggeflogen. Da ist was weggeflogen. Das ist aus. Oder klang wie eine Scheibe. Wir landen mal kurz da oben zwischen. Fortification ist die Verstärkung. Das sind... Sind das Büsche? Krass, sieht ja nice aus. Das sind... Also die Artilleriebasen. Krass, da muss ich gucken, wie ich da überhaupt reinkomme. YVF. Das war jetzt schon mal... Ist da drin irgendwas Wichtiges weggeflogen? Sieht nicht so aus. Außen? Ist doch gar nicht weggeflogen. Das. So viel zu Jornisch weggeflogen? Das war ein Einschlag. Ein Einschlag. Also von der Seite her kann ich das schon mal vergessen. Und hier wäre fast noch mehr weggeflogen. Alter, heftig. Da werden wir wohl sämtliche anderen Sachen vorher erstmal looten müssen. Also ausgraben und so weiter. Basen. Da muss ich mir hier auf jeden Fall was einfallen lassen. Vielleicht sogar schon ein großes bauen. Mehr Damage und dann Bobo. Weil der hat uns mit einem Schlag zwei Miniguns rausgeschossen. Die zwei Miniguns. Und hier drüben schon und innen drin auch einen Stein rausgeschossen. Ja. Die Lage fehlt ja auch. Das siehst du hier noch nicht, ne? Habe ich drei Lagen schon dran? Eins, zwei, drei, ja. Das ist heftig. Ich müsste den raus. Komm ich hier rein, dass ich mich mal reinstellen könnte? Mal reingucken? Nee, ne, ich bin drei groß. Alter, also, das hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gedacht. Wir können uns noch mal umgucken. Nee, warte mal. V, Y, mach mal aus. Was wir machen, ist auf jeden Fall. Habe ich die ganz rausgenommen? Da habe ich sie doch auch eingepackt, oder? Hatte ich nicht noch ein paar mit? Betonblöcke. Ich habe mich gewundert, warum die kleinen Dinger hier drinnen liegen. Dann habe ich sie rausgeschmissen. Ich schwach komm. Gut. Einsetzen können wir auf jeden Fall nicht. Das müssen wir dann nächste Runde machen. Dann müssen wir jetzt erst nochmal nach Hause. Was wir machen können, ist uns nochmal komplett umgucken. Fortification hatten wir von... Hatten wir hier, haben wir da. Ab Denet Main, komm Eri. Wenn müssen wir von hier ran. Mit einem großen Raumschiff, automatischen Geschützen und gib ihm.
Oder mit einem gepanzerten Bodenkleider. Was wir zuerst wegmachen müssen, sind dann die Fortification. Okay, wir fliegen mal zurück. Wir reparieren. Und dann schauen wir mal von Norden nach Süden die ganzen Basen ab. Angegriffen werden können wir ja jetzt erstmal nicht. Dann sammeln wir erstmal Zeugs. Oder gucken wir vorher noch auf den Mond. Asteroidengürtel Mond. Vielleicht finden wir da noch was Interessantes. Interessante Sachen gibt es überall. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ist der Schwierigkeitsgrad auf dem Mond höher wie hier? Ich wüsste auch nicht, wie ich meine Waffen verstecken kann. Sonst hätte ich vorne noch ein Schutzschild davor gebaut. Dann ranfliegen, richtig rat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 . Wenn du so eine Fortification einmal weg hast, hast du weg. Das Problem ist ja nur, dass du... Bam 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 bam. Wenn ich noch eine Reihe vorne dran mache, kommen sie so schnell nicht rein. Wir müssten dann mit einem Sturzangriff ran und bababababab das wirklich gleich weghacken. Dann zur nächsten Fortification, nebenbei wieder retten. Das ist schon heftig, also dass die so viel Damage machen, das hätte ich niemals gedacht. Das ist schon Wahnsinn. Wir brauchen auf jeden Fall Zaskosium und so weiter. Wo kriege ich denn das alles wieder her? Müsste ich eigentlich auf andere Planeten und da dachte ich, sind wir hier schon längst fertig mit der Quest. Deswegen will ich ja hier nicht weg. Na klar kann man das einfach so machen. Das wäre ja kein Ding. Das zusammenschrauben, was da heißt. Hier könnte man oben auf die Decke einen Warp-Tank drauf machen, beziehungsweise hier so einen Kurzstrecken-Warp. Warp-Tank innen drinnen noch mit rein. Boah, es leckt. Es leckt. Hör auf damit. Das Ding ist schon kaputt hier noch. Nein, 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 nein. Das war die falsche Taste. Jetzt, jawohl. So sieht es doch schon besser aus. Holt schon mal ein bisschen hier vor, jawohl. YVF. Ja, das dockt da automatisch an. Das muss so. Das darf so. Was sind das für Streben? Ne, das ist nur der Schatten. Spring mal rein. Hol mal. Alter Sch. Hat man das drinnen hier, ne? Wir hatten doch aber gepanzerte. Ne, wir hatten das Panzerzeugs mit. Hä? Oder hatte ich die vorne in der ersten Reihe? Hier haben wir sie drin. Mein Schwachkopf. Damit könnten wir nämlich dann die Stahlblöcke reinmachen, dann upgraden. Denn, ja, ja gut, einen neuen Versuch brauchen wir nicht. F5. Das wäre blöd, die laufen. So, ich sehe jetzt leider nicht, wie viele da drinnen fehlen. Selbst da dahinter hat es reingeballert. Ja, upgraden. Kannst du sogar. Krass. Ja, upgraden. Die wurden noch gar nicht upgegradet. Das ist schön, dass man das dann so auch sieht. Aber die sind der nicht. Doch. Der da auch. Jawohl, der ist auch upgegradet. Den hätten wir den hier unten. Auch gleich wieder. Jawohl, aufwerten ist noch drin. Sieht aus, als wenn da oben noch einer fehlt. Alter Schwede. Alter Schwede, was da weggeflogen ist.
Das ist der Hammer. Ich hätte natürlich auch die Waffen erst abbauen können und dann alles einbauen können, aber das war zu einfach. Jo, dann den da noch. Den da noch. Dann brauchen wir zwei Kniften. Das wäre jetzt sowieso mal interessant, wie teuer die sind. Kleines Raumschiff. Minigun kostet, mechanische Komponenten, Elektronik, Motor. Oh, ich würde das so gerne ausprobieren. Oh, das ist mir so heikel, weißt du? Das Zeug dran schweißen. Hinfliegen. Mal gucken, wie weit wir rankommen. Nochmal eine Lage drumherum bügeln. Wir können es ja probieren. Mehr als aus dem Himmel fallen kann ich nicht. So teuer sind sie nicht. Nimm mal Zähne mit. Ach so, das ist ein 6er Stack. Alles klar. Ja, da kriegst du ja nur 6 dran. 6 in Reserve mitnehmen. So. Nein, 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 nein. Mist. Machen wir nur den, jawohl, den einen. Oder die zwei. Das sollst du gerade nicht. Zerlegen sollst du. Nein, demontieren sollst du. Ach so, ja, das müssen ja. Genau, das müssen ja Stahlblöcke sein. Jawohl. So, die Farbe lassen wir weg. Damit bin ich extrem kopflastig. Kann aber wenigstens noch mal einen Angriff testen. Jetzt darfst du upgraden. Krasses Gerät. So, die haben wir auch dabei. Das packen wir zurück. Ein paar Reserveblöcke haben wir. Und dann... Wieso habe ich kein Licht? Achso, warte mal, nein. VF. V, nein, nicht VF, genau. Das müssen wir erstmal wieder wegpacken. Und. Ja, die sollten wir vielleicht im Inventar haben, ne? Falls wir alles unterwegs verlieren. Dass wir das wenigstens behalten. Genau. F, V. Y. Dass wir hier rauskommen. Und von der Zeit her lohnt sich es leider nicht mehr. Dann setzen wir nochmal auf. Und Y für die ist mal was. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.